Ach Gott, ich habe keinen Plan. Drei. Ach, sechs geforderte Opfers, ne? Das heißt, wir brauchen sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay. Das heißt, das vierte ist das Böse. Zwei, vier, sechs, sieben. Okay, das ist auch nicht richtig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Moment. Och, wir brauchen sechs. Ich muss noch mal kurz lesen. Sechs geforderte Opfer bringen neues Licht. Oh, what should I say to be annoying loud neighbor again? I forgot. Just say hi. I'm watching this very good livestream right now and there's such a beautiful person in the livestream and I just want to hear what that beautiful person says. So, just stop being so annoying. And just be quiet. 2, 3, 1, 2. Mein Gefühl sagt mir halt. 1, 2, 3. Das ist wirklich schwierig. Weil die Konstellation super schwierig ist, ne? 1, 2, 3, 4. Ah. 1, 2. Das sind doch jetzt 6. So. Wunderbar. Frag mich nicht, was ich gedrückt habe. Es war einfach da. What a pleasant surprise. But I'm afraid Total. it's Ashley we need. Not you, Mr. Kennedy. Warum If you don't nicht? need me, then get off my back, old man. Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise, but I'm only 20 years old. So you're just like Ja, all the Kinder, others? nehmt keine Drogen, sonst seht ihr so aus. Surely you don't think I'm the same as those Don't do two men drugs you or you kicked will out look like him of. when you are The 20. parasites, las plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Ich denke nicht. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. Get rid of our American friend. Da habe ich aber Angst. Aua, das ist nicht nett. Wir gönnen uns mal ein Kräuterle. Park. Upsi. Upsi, 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 upsi. Eine habe ich noch. Och nö. Was? Glück gehabt, wirklich Glück gehabt.
Kann ich hier reingehen? Ja. Hallöchen. Fuck. Good advice, I know. I have the best advice. For every situation in life. That's totally true. Deaktivieren, ja, warum nicht, ne? Man gönnt sich ja sonst nichts im Leben. Oh, da sind sie wieder. Hm? Überraschung. Autschi. Hallöchen. So. Ach, so anstrengend. Ach, wie er so meinte, weg mit unserem amerikanischen Freund. Ich denke nicht, ne? Ich denke eher weg mit ihm. Oh. Mein Gefühl sagt mir irgendwie, tu's nicht. I think you should be the president for your country. You would be a great leader. I think so too. I literally think the same. And I'm not saying that just because of the money. I have always the best in mind for all the persons. For all the people in my country, so... yeah. Komm nicht hier durch. Au! Das war aber gemein. Was eine gemeine Brigitte. So, Brigitte, du stirbst jetzt auch. Hier sind doch wieder neue von denen. Ich höre sie doch schon. Sind die immer noch hinter dem Bild oder waren das die gleichen? Au! Was ist denn los mit euch? Das ist ja wie Terrorismus. Wir behalten mal die Schrotflinte. What would you change about your country? I think I would just change the way that people in the health industry are treated. And I would change, like, the system about the taxes, because there's so much waste of taxes, and yeah, people
some people just don't know how to use the money in a good way, so. Oh, da ist jemand im Chat. Hallo. Guten Abend. Wir spielen Resident Evil 4. Überraschung, ich weiß. Wenn ich zwischendurch auf Englisch rüber switche, bitte nicht wundern. Ja, your creepy mom spricht nur Englisch. Hm. Was ist das? Ja, ich kenne das Spiel, ist mir bekannt. Das ist gut. Mir ist es auch sehr gut bekannt, aber ich spiele es trotzdem irgendwie immer wieder. Ich lieb's. Guten Abend, es ist 0.10 Uhr in Deutschland. Ja, das stimmt. That's correct. Die perfekte Zeit, um dieses Spiel zu spielen. Moment, was war das? Spinell, ja gut. Oh. Wenn mir jemand hilft, komme ich vielleicht dort oben rauf. Ja, hm. Ich denke, das wird nicht passieren. Ja, aber auf Hilfe können wir hier nicht verzichten. Zum Spielen ist es nie zu spät, das stimmt. Vor allem solche Spiele. Ich finde immer, Resident Evil hat nochmal so einen anderen Charakter, wenn man es einfach nachts spielt. Deswegen dachte ich mir, komm. Wir haben vorher Tomb Raider 2 gespielt und deswegen, ja, fand ich es jetzt irgendwie angebracht. Obwohl Tomb Raider 2 ja auch irgendwie ein Horrorspiel ist. Zumindest von der Grafik und von allem anderen. Mr. Kennedy. Still alive, I see. So, do you like my garden? I see you've managed to work in a little of your twisted taste here, too. Sagacious as I am, even I get lost here sometimes. Even if it takes your whole life, you'll never get out. Do you know that no one dies without a cause? You will satisfy the stomachs of my cute pets. Now, if you'll excuse me, I have to tie up a few loose ends, like chasing down a couple of rats. Two rats? If one's Lewis, who's the other? Huh, they're an intruder besides me? Ich habe das Gefühl, wir werden das noch sehr bald herausfinden. Ich denke mal, auch bis zu diesem Zeitpunkt spielen wir noch. Ja, ich gehe nicht so nach der Grafik. Spielspaß, genauso ist es. Deswegen spiele ich auch Tomb Raider, die alten Teile alle nochmal nach und nach durch. Einfach, weil es ist einfach lustig. So, das habe ich auch schon vorhin gesagt, als wir halt gespielt haben. Mit Tomb Raider ist es so, das macht einfach Spaß, wenn man es nicht übertreibt. Vor allem so die alten Teile. Ich finde, das kann man sich halt auch immer wieder nochmal geben. Mann, was soll denn das? Jetzt wollen mich auch noch irgendwelche Hunde umbringen. Was will mich denn noch alles jagen? Zum Beispiel mein Lieblingsshooter ist Return to Castle Wolfenstein von 2001. Ja, das habe ich früher auch mal gespielt. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, wenn ich das richtig zuordne. Ja, alte Spiele haben irgendwie auch immer wieder Charme, vor allem, also Tomb Raider 2 habe ich jetzt zum Beispiel in meiner Kindheit gespielt, deswegen ist das für mich dann immer nochmal ein bisschen besonderer, den ganzen Kram halt nochmal wiederzusehen, wenn man erwachsen ist.
Oh, die sehen ja gut aus. Au, hör auf. Ich hab doch da reingeschossen. Mann. So. Das grüne Kräuterle gönnen wir uns noch. Mann, ich höre hier halt auch die ganze Zeit noch irgendwas. Naja. Mann, warum schießt du nicht, du Idiot? Oh, er ist so dumm. Regt mich gerade schon ein bisschen auf. Ich schieb einfach meine eigene Inkompetenz jetzt einfach auf ihn. Das ist okay. Oh Mann. Ja, dass ich am Anfang halt so krass gekillt wurde, das war halt richtig unnötig. Oh, naja, mal gucken. Vielleicht schaffen wir dieses Mal, das Ganze besser irgendwie hinzukriegen. Das kann ich wegdrücken, hoffentlich. Ja, genau, kann ich. So. Okay, ich gehe jetzt dieses Mal einfach rein. So. Boom. Mann, dass man die Viecher die ganze Zeit hört, ist halt so nervig. Ich glaube, ich werfe da dieses Mal einfach direkt eine Granate rein. Das ist, glaube ich, wirklich der beste Weg. Jo. Besser. Moment, ich muss kurz lesen. I'm sorry, there's people talking in their house right now and I can hear them. My window is open too. I shouldn't be able to hear them. I think it's the same people that I was complaining about earlier. Oh no. You should tell them what I said. I think this is a very good idea. What do you think of my name? I think it's perfect for you. It totally fits. So, yeah. Mann, ich hab doch schon geschossen. Das ist doch nicht wahr. And it's totally not awkward, no. It's perfect. Okay, ein Mondstein. Den nehme ich. Vielen Dank. Noch jemand? Ich hoffe nicht. So. Mann, man hört aber noch welche. Meine Hand schwitzt. Moment, ich muss kurz lesen. I had
I've had a few people not like my name, but most people say they love it. I think to say that I love it is it's like a little bit too much. But I think it's just funny, so you should keep it. No. Tu das nie wieder. No. Ich wusste es. Mann. Ein Herzinfarkt nach dem anderen, ich sag's euch. Okay. Ach nö, der hat das ja jetzt schon drauf. Ich kann nicht. Wie viel Schuss braucht der bitte? So. Hier ist schon mal nichts drin. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Gehe ich mal nicht, noch nicht lang. Das sieht für mich irgendwie zu richtig aus. Erste Hilfe Spray, das brauche ich jetzt auch. Und eine Therapie, nein Spaß. Ach komm. Lass es. Drecksvieh. Da werde ich sauer. Hier bin ich. Danke. Oder so. Ich weiß nicht, ich will ehrlich gesagt noch weiter gucken. Wo führt es hin? Ist hier irgendwas Spannendes? Vielleicht ein bisschen Geld? Aber ich weiß, wo ich bin. Ich nehme mal an, das heißt kein Geld für mich. Puh, I'm going to message you on Twitter right now, be right back. Okay, have fun. But you should hurry up, because soon there will be like something really, really special, so. Bis dahin, also solange er halt jetzt weg ist, kann ich ja kurz hier mein Lager soweit umsortieren. Was würde ich hier packen? Von meinem Fenster ist gerade auch irgendeine Eskalation. Oder ich bilde mir irgendwas ein, das kann auch sein. Because I would rather say it here than there. Okay, but hurry up, because you will miss something very important when we are going up the stairs. Aber ja, dann machen wir auch sowieso gleich Schluss für heute. Ich will da halt jetzt noch nicht hoch. Ich möchte, dass alle das mitbekommen, weil das so special ist. Hmm.
Interessant, interessant. Aber ich glaube, jetzt habe ich auch wirklich alle Wege, bin ich einmal abgelaufen. Ja, jetzt bin ich hier so nett und warte sogar auf die Leute. I can see the stream still when I'm messaging you. Okay, that's perfect, because we are going up there right now and you have to see it. Ich bin sogar so nett und warte auf die Leute, Sita. Ja. So. Untersuchen. Blauer Mondstein, ein blauer Stein mit Sichelmondgravur. Okay. Jetzt wird's spannend. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Ada ist wieder da. Wuhu! Und sie eskaliert direkt. Bit of advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? See you around. Ada! Ich liebe sie. Gut, Ende vom Kapitel. Wir machen Schluss für heute. Ja, ich will mich jetzt auch relativ kurz nur noch halten, weil ja, ich muss halt jetzt wirklich pennen gehen. Wir haben es ja jetzt schon 12:30. Und ja, dann möchte ich mich auf YouTube schon mal verabschieden. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und ja, bis dahin.